Boah, das ärgert. Ich war jedes Mal so nah dran. Ach, komm, mach. Ja, ein Punkt. Wow, Fanfrage. Der verarscht mich bestimmt, ey. Das ist ja nicht so. Wow. Level 1. Wie heißt der Regisseur der Avatar-Filme? A. Steven Spielberg. B. James Cameron. C. Christopher Nolan. Oder D. Peter Jackson. Boah, keine Ahnung, ich tippe mal auf Cameron. James Cameron. Ja, Cameron. Da war ich aber jetzt mal kurz im Mund. B. Hat der zweiten Namen, dass ich jetzt richtig angeben kann? Nee, also es ist James Cameron. Weiß ich nicht. Vielleicht ist ein C. B. Cameron. James Cameron. Die richtige Antwort ist B, James Cameron. Und mit den Avatar-Filmen und Titanic belegt er tatsächlich Platz 1, 3 und 4 der besten Kinofilme aller Zeiten. Aber er hat auch andere Klassiker gedreht, wie Terminator oder Aliens. Level 2. Was ist die native 4K-Auflösung? A. 1920x1080. B. 2560x1440. C. 3840x2160. Oder D. 4096x2160. Das wäre dann C, aber jetzt ist es natürlich. Na gut, hilft ja nichts. C. Nein, das ist UHD. Nativ ist 4096. Ey, das ist D. Das ist richtig. Ey, Kollege, mach mich hier nicht verrückt. D. 3840 zu 2160. Also der ursprüngliche Standard war mal 4096. Native 4K, letzte. Ich nehme die 4096. Echtes 4K wäre D. Dann würde ich doch D sagen, die ganz große, ne? Das letzte, glaube ich. Richtige Antwort ist D. Das letzte, 4000. Die richtige Antwort ist D, 4096x2160. Denn bei 4K handelt es sich im Grunde um die Original-Kinoauflösung, die auch ein bisschen breiter ist, also nicht im 16:9 Format vorliegt. 3840x2160, das ist das UHD-Format für Konsumer im 16:9 Format. Level 3. Was ist das ursprüngliche CinemaScope-Format? A. 16:9. B. 2,35:1. C. 2:1. Oder D. 1,85:1. Ich glaube 16:9, aber es könnte auch 1,5. Nee, es ist zu schmal. 16:9. Falsch. 2,35:1. B war das, oder? Ich wollte mal nachfragen, du verarschst mich sonst wieder. B, ne? Also die meisten Filme werden in 2,35:1 gedreht. 2,35:1. Zweite. Hollywood-Produktionen meistens B, 2,35:1. B. 2, was war das? 2,35:1. Genau. Ja, die Antwort ist B. 2, ist das, glaube ich, ja. Ist breiter, ja. Die richtige Antwort ist B, 2,35:1. Tatsächlich starteten Kinofilme mehr oder weniger in einem quadratischen oder im 4:3 Format und wurden im Laufe der Zeit immer breiter. 1,85:1 ist tatsächlich auch ein klassisches Kinoformat. Doch dann wurden sie richtig breit und das legendäre CinemaScope-Format startete mit 2,35:1. Wurde dann aber auch in den 70ern noch breiter, denn seitdem sind Widescreen-Filme eigentlich eher 2,39 bzw. 2,4:1. Level 4. Wie viele Adern hat ein HDMI-Kabel? A. 17, B. 18, C. 19 oder D. 20? Das ist schon wieder so eine Frage. Ich könnte hier. Das ist. 18. Scheiße. 17. A. Boah, ihr regt mich auf. Wer hat sich die Fragen überlegt? Dann würde ich sagen, mal C. 19 nach meiner Rechnung. 19. Oh, echt jetzt?
Ich rate, 20. Boah, 17. Boah, muss ich tippen, 18. 3, also der dritte. 19. Richtig. ich hätte jetzt 21 sogar gesagt. Dann sind es, glaube ich, 19. Wie viele Adern? Weiß ich selber nicht. Am besten ich zähle mal. 2, 4, 6, 18. Ah, da ist ja noch die Masse. 19 ist die richtige Antwort. Level 5. Was ist die Energiequelle eines Laserschwerts aus dem Star Wars-Universum? A. Kyberkristalle. B. Kernfusion. C. Mikroenergiezellen. Oder D. Plasma-Akkus. Ich würde mal sagen Plasma-Akkus, ne? Aber damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Die Kyberkristalle, ja. A. 1. Kristall. Ja, den Kyberkristall. Ja, das ist richtig. Kyberkristalle sind Kristalle, die spezielle Eigenschaften mitbringen, die sie für Waffen besonders nützlich machen. Und sie sind auch nicht nur in Lichtschwertern verbaut, sondern auch in gewissen Spezialwaffen auf dem Todesstern.